Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe heute wieder was Neues für euch. Und zwar hat sich mein Göttergatte von Vibram diese Five Fingers Zehenschuhe gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist jetzt der neueste Trend zum Thema Natural Running oder so heißt das, glaube ich. Ich habe eine Artikel-Blogpost-Serie gemacht auf meinem Blog www.testberichterin.de. Das werde ich euch unten in der Infobox verlinken, falls ihr Lust habt, da mal reinzuschauen. Da schreibt mein Mann eine Blog-Serie über diese Zehenschuhe, die jetzt total im Trend sind. Ich verlinke euch auch einen Produktlink unten in der Infobox, die gibt es auf Amazon. Die hat er sich gekauft. Ich blende euch auch ein kleines Video ein hinter mir, falls ihr da mal Lust habt drauf, das anzuschauen. Der hat sie jetzt auf jeden Fall am Wochenende angehabt, zum Einkaufen auch und überhaupt auch im Alltag trägt er die. Er sagt, das ist ein super Laufgefühl, also Laufgefühl zweideutig. Einerseits zum Einkaufen, andererseits zum Joggen, zum Laufen, weil er auch Probleme hatte. Und er wird jetzt in dieser Artikelserie für euch schreiben, wie seine Erfahrungen mit diesen Joggingschuhen, Laufschuhen sind, die er auch im normalen Alltag anhat. Also er nimmt da auch keine Rücksicht auf irgendwas. Ich habe ganz viele Testberichte schon darüber gelesen und es gibt die auch wirklich in verschiedenen, also verschiedene Modelle, ganz verschieden ausgerichtet auf Kletterer. Es gibt die zum Klettern, es gibt sie zum Joggen. Preis kann ich euch jetzt gar nicht sagen, aber wie gesagt, ich verlinke euch alles. Die sind momentan total im Kommen, auch wenn die Leute etwas komisch schauen, wenn er mit diesen Schuhen unterwegs ist. Aber ich finde die echt lässig. Er hat dazu den ersten Einstiegspost geschrieben. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Da könnt ihr euch mal einlesen, wie die sich so anfühlen. Das Unboxing hat er ein bisschen beschrieben, als sie gekommen sind, wie er da reingeschlüpft ist, wie er sich gefühlt hat. Und es gibt weitere Artikelserien zu diesem Thema in naher Zukunft. Ich werde euch das dann hier auf den Kanal stellen. Und wenn euch das interessiert, wäre es nicht schlecht, wäre es schön, falls euch... Falls ihr Fragen zu diesen Schuhen habt, dann könnt ihr mir gerne über die Kommentarbox mal eure Fragen dalassen oder überhaupt mal Infos dalassen. Vielleicht lauft ihr ja auch selber schon länger mit diesen Schuhen. Wir sind erst jetzt drauf gekommen und ich finde die zwar etwas gewöhnungsbedürftig, was die Optik angeht, aber er sagt vom Laufen her, vom Laufgefühl her ist es wie barfuß und naja, ich will nicht zu viel verraten. Ihr könnt es selber sehen und jetzt viel Spaß beim Video und wir sehen uns im nächsten Film. Tschüss, eure Kathi.